Ich bin der festen Überzeugung, dass man eigentlich die Person, die mit dazu beigetragen hat, dass Bayern in seiner jetzigen Größe und Stärke über die Jahrhunderte jetzt geblieben ist, dass diese Person auch gewürdigt werden sollte in einem solchen schönen Gebäude. Ich habe an Minister Spänle mal geschrieben, der hat dann mitgeteilt, dass er nicht zuständig ist, dass es der Finanzminister ist. Und jetzt auch meine Bitte an den jetzigen Finanzminister, dass er auch sich darum kümmert. Es wäre doch ein schönes Zeichen, wenn, bevor man über andere Büsten spricht, die noch hereinkommen sollen, sich mal Gedanken macht, den Minister Mojela mit reinzubringen und das in einem schönen Festakt für Bayern darzustellen. Bitte, Majestät, helfen Sie der bayerischen Staatsregierung auf die Sprünge.